Hallo, hier ist Marc Elsberg und ich möchte eine kleine Szene aus meinem Roman Helix lesen, erschienen 2016 bei Blanc-Vallée. Und darin geht es ja um Gentechnologie, es geht natürlich daher auch um Viren, die eine wichtige Rolle spielen. In Helix geht es um genmanipulierte Viren sogar, damit haben wir ja momentan nichts zu tun. Aber es geht natürlich auch darum, wie sich Viren über die Welt verbreiten können. Und da gibt es eine kleine Szene, als hätte man geahnt, was momentan passiert, in der genau das beschrieben wird. Und deswegen möchte ich die einmal kurz lesen. Eine der Hauptfiguren, eine Frau, die versucht herauszufinden, was da draußen gerade passiert in der Welt, ist in Brasilien mit anderen auf der Jagd nach den Verursachern einer großen Krise und hat einen Verdacht, was die jetzt vorhaben könnten, und sie stehen gemeinsam zusammen und überlegen. Ich spinne jetzt einmal vor mich hin. Die Kinder wollen mittels Viren genetische Manipulationen am Menschen möglichst schnell und weit verbreiten. Sie sind auf der Flucht und müssen damit rechnen, dass sie trotz aller Raffinesse eher früher als spät gefunden werden. Womöglich ist dies für lange Zeit ihre letzte Chance auf die Verbreitung der Viren. Sie müssen also ihren kleinen Bestand möglichst schnell und effektiv einsetzen. Was würdest du tun? Die Viren an Orten ausbringen, von denen sie sich schnell weiter verteilen, wenn möglich über die ganze Welt, sagte Jessica. Denken wir an dasselbe? Einen großen internationalen Flughafen. Welcher ist der größte brasilianische? Sao Paulo, wusste Jessica, mit Abstand. Wissen Jill und Eugene das auch? Fragte Rich. Ich hätte auf Rio de Janeiro getippt. Wenn jemand von der Truppe das weiß, dann die zwei. Jessica klappte ihren Laptop auf. Wir haben Szenarien dafür, es gibt sogar online frei verfügbare. Auf dem Bildschirm erschien eine Weltkarte. Setzen Sie ein ansteckendes Virus auf dem Flughafen Sao Paulo mit seinen weit über 40 Millionen Passagieren jährlich frei, verteilt sich dieser rasch weltweit, las sie vor. Auf der Karte führten von Sao Paulo ausgehend Linien über den amerikanischen Kontinent und nach Europa die Flugverbindungen in andere Städte. Wo sie landeten, besiedelten kleine rote Punkte zahlreiche Stellen in Lateinamerika, einige in den USA und Europa. Dort wuchsen sie schnell, versandten ihrerseits neue Linien, vermehrten sich, schlossen sich zu Flächen zusammen, während nun auch an Linienenden im Mittleren Osten, Asien und schließlich in Afrika Punkte auftauchten und wucherten. Nach 3 Monaten wäre Lateinamerika bereits infiziert. Nach 4 sind es die USA, nach 5 Europa, nach einem halben Jahr der arabische Raum und weite Teile Asiens. Afrika hinkt etwas hinterher, erwischt es aber schlussendlich auch. Sie stoppte die Animation. Innerhalb eines halben Jahres wäre das Schicksal der Menschheit entschieden. Ja, und solche Animationen gibt es tatsächlich frei im Netz. Sehr faszinierend finde ich, sehr schön momentan ist, wo man das sehen kann. Das hat die New York Times vor ein paar Tagen gemacht, wo sie zeigt, wie der Wuhan-Virus seinen Ausgang genommen hat. Hier kann man das sehen ansatzweise, wie hier der Virus seinen Ausgang nimmt in Wuhan. Und die New York Times geht da hier dann durchaus noch weiter. Also sie geben einem dann da hier durchaus die Möglichkeit, das nachzuverfolgen durch eine sehr schöne weitergehende Animation, die dann zeigt, wie der Virus seinen Ausgang nimmt in Wuhan und sich weiter ausbreitet und immer weiter ausbreitet, ausgerechnet zum chinesischen Neujahr ja dann über ganz China und sich weiter ausbreitet und weiter ausbreitet, bis er sich von China dann weiter ausbreitet über die ganze Welt. Sehr schön,
zum Anschauen, zum Verstehen, was gerade passiert. Und das ist etwas, was ich momentan auch sehr, sehr angenehm finde, dass wir da draußen eine Menge seriöser Medien haben, die versuchen, großartige Berichterstattung zu machen, wie das eben gezeigte. Informiert euch sinnvoll, macht euch nicht verrückt, aber verbreitet auch nicht irgendwelchen Quatsch in der Welt. Und wer wissen will, wie das in Helix ausgeht, der muss es natürlich lesen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre. Ihr müsst ohnehin erstmal zu Hause bleiben und außerdem bleibt gesund.